erkennen ist wieder typisch meine Spachtel. In dem Fall arbeite ich auch wie die Maurer. Kunst ist Schwerstarbeit für uns Frauen und da habe ich Farbe auf der Maurerkelle und arbeite so lange, bis mir dieser Effekt gelingt. Schon sehr genial, ja. Mhm. Und also, liebe Doris, und hier haben wir wieder auch zwei andere Porträts. Zum Beispiel hier Sophia Loren, die gerade die Champagnergläser auffüllt. Eins für dich, eins für mich, wäre natürlich super. Und hier dieses geniale Porträt von Jack Nicholson mit seiner Zigarre. Hier sehe ich auch, sind auch Collagenartig. Ja. Die sind ja für mich immer ganz toll, weil diese Bilder haben halt auch den Effekt, du entdeckst immer was Neues. Ja? Und zum Thema von den Movies, die er spielt, ja, immer mit Business oder mit Kunst. Ja? Die Collagen haben bei ihm mit Kunst zu tun. Ja. Und da war Glück, da war sogar ein anderer großartiger Künstler mit in der Zeitung. Ja, genau. Und hier die ganzen Business Reports und das Ganze, weil er ja auch oft solche Rollen gespielt hat. Ja. Und liebe Doris, vielen Dank. Wir haben jetzt einen kleinen Eindruck gewonnen. Danke, weil das war überfallsmäßig, dass wir hier vorbeischauen durften. Aber ich würde sehr gerne nochmal bei dir vorbeikommen, dich in deinem Element beobachten, wenn du mittendrin bist, wenn du in deinen Ideen bist und die dann hier auf die Wände bringst, das wäre sehr schön. Und dass man das, ja. Jederzeit gerne. Ja. Aber wenn du eine Jeans anhast, wo ich dann auch mal die Spachtel da, wo die auch einmal ein bisschen künstlerisch ausschauen darf. Danach. Sehr gerne. Die ist dann vielleicht noch viel wert. Jawohl. Ja, wenn du da deine Spachtel auch bei mir abgestrichen hast, sehr gerne. Freunde kommen her und möchten so eine Jeans. Siehst du? Ja, genau. Super Idee.